Name ist Kai Schuchmann. In meiner Dissertation habe ich ein ungewöhnliches Bakterium erforscht und dabei entdeckt, dass dieses aus den Gasen Wasserstoff und Kohlendioxid Ameisensäure herstellen kann. Diese umkehrbare Reaktion ist biotechnologisch hochinteressant, weil damit Wasserstoff als Treibstoffalternative in flüssiger und sicherer Form gespeichert werden kann. Da ich derzeit als Postdoktorand an der Universität Nottingham bin, stellt nun mein Doktorvater Professor Volker Müller unsere Forschung an der Universität Frankfurt etwas genauer vor. Wir kultivieren unser Modellorganismus Acetobacterium woody in solchen Zellen, wie sie hinter mir zu sehen sind, in strikter Abwesenheit von Sauerstoff. Das Bakterium kommt aus dem Schlamm eines Tümpels im Nordosten der USA und verfügt über einen altertümlichen, urtümlichen Stoffwechselweg, wie man ihn auch in Mikroben der Tiefsee vermutet. Dort an den schwarzen Rauchern ist die Umsetzung von Wasserstoff und CO2 zu Essigsäure der entscheidende Prozess bei der Entstehung des Lebens an solchen dunklen, sauerstofffreien Standorten. Wir interessieren uns in der Forschung dafür, wie CO2 durch diese Bakterien schlussendlich zu Essigsäure umgesetzt wird. Kai Schuchmann hat sich für diesen komplexen Stoffwechselweg interessiert und das erste Enzym dieses Stoffwechselweges, das die Umsetzung von CO2 plus Wasserstoff zu Ameisensäure katalysiert, näher angeschaut. Aus dem Genom war klar, dass es sich um ein neues Enzym handeln muss und Kai ist es tatsächlich gelungen, dieses Enzym aus einer Vielzahl von Tausenden von Proteinen aus unserem Bakterium rauszuholen und zu charakterisieren. Diese Untersuchungen zeigten dann ganz eindeutig eine neue Enzymklasse, bei der CO2 mit molekularem Wasserstoff direkt zu Ameisensäure umgesetzt wird. Kai Schuchmann hat nicht nur das Enzym biochemisch charakterisiert, sondern auch sofort das große Anwendungspotenzial erkannt. Viele chemische Betriebe sind interessiert an Verfahren zur Wasserstoffspeicherung und das ist genau das, was unser Enzym macht. Kai hat das Verfahren so weit getrieben, dass wir ein Patent angemeldet haben, in dem wir zum einen das Enzym selbst als Katalysator nutzen können, aber wir können auch den Stoffwechsel unserer Bakterien umprogrammieren. Das heißt, wir können nicht nur Wasserstoff speichern, sondern später auch aus der Ameisensäure den Wasserstoff wieder zurückbilden. Das von uns patentierte Verfahren ist um Größenordnung besser als jeder chemische Katalysator, den es zurzeit gibt. Im Stoffwechsel dieser Bakterien wird normalerweise Essigsäure produziert. Kai Schuchmann hat aber einen Trick gefunden, wie wir ihn auf der Stufe der Ameisensäure anhalten können. Durch das Weglassen von Natriumchlorid wird der kochsalzgetriebene Motor ausgeschaltet und die Zellen können die Ameisensäure nicht weiter verwerten. Kai Schuchmann hat nicht nur biochemisch ganz hervorragend gearbeitet, sondern hat auch immer wieder versucht, die Anwendung seiner Forschung zu sehen und war der treibende Motor auch hinter der Entwicklung dieses Patentes, das wir jetzt auf das Enzym und auch auf das Verfahren mit ganzen Zellen dieser Bakterien haben. Die Auszeichnung mit dem Friedrich-Hitzebruch-Promotionspreis ist für mich eine sehr große Ehre.